Moin und willkommen zu dem Random Predict Video hier auf meinem Kanal, wo es heißt Manchester United gegen Real Betis im Achtelfinale der Europa League. Ganz kurz bevor wir mit dem Video anfangen, ihr findet jetzt rechts oben das Parallelspiel zwischen Juventus Turin und Freiburg. Ich will nichts spoilern, aber das ist auf jeden Fall sehenswert, also zieht euch das mal rein. Jetzt aber zu dem Spiel, hier muss nämlich Manchester United wie schon in der Zwischenrunde wieder gegen ein spanisches Team ran. Da konnten sie sich ja gegen Barcelona durchsetzen. Übrigens, das gab es natürlich auch auf meinem Kanal als Random Predict Video, verlinke ich euch auch jetzt mal rechts oben. Aber, kleiner Spoiler, da hat Barcelona gewonnen. Aber in den Random Predict Folgen lasse ich es natürlich so spielen, wie es auch in echt ist, also Manchester United gegen Real Betis. Aber mehr gibt es auch gar nicht zu sagen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Spiel und ich wünsche euch auch viel Spaß beim Abonnieren. Könnt ihr jetzt nämlich gerne unten machen. Würde mich mega freuen über euren Support. Jetzt geht's aber los. Let's go. Viel Spaß euch beim Spiel. Hallo und willkommen. Wir melden uns heute aus dem legendären Old Trafford hier in Manchester. Ich bin auch heute wieder Wolfuß und neben mir ist auch heute wieder der Kollege Frank Buschmann. Wir zeigen Ihnen heute eine sehr interessante Partie. Manchester United gegen Real Betis. Es kann losgehen, alle sind bereit, alle stellen sich auf ein echtes Highlight ein. So ein wenig fehlte zuletzt immer die Beständigkeit bei Betis, ne? Ja, aber das ist einer dieser Clubs, da hat man schon den Eindruck, die können eigentlich mehr, wenn sie mal konstant werden. Und die Einblendung zeigt uns, wie Manchester United heute spielt. Auf der Torhüterposition David De Gea. Luke Shaw spielt mit Aaron Wan-Bissaka in der Abwehr. Bruno Fernandes steht zusammen mit Casemiro im Zentrum. Und einziger Angreifer ist Wout Weghorst. So geht Real Betis in dieses heutige Spiel. Wir sehen bei Ihnen heute ein 4-5-1, ne, aber offensiv ausgerichtet. Und entsprechend stehen die Mittelfeldspieler vergleichsweise hoch, können so variabel attackieren. Also da ist es egal, dass da nominell nur eine Spitze dabei ist. Das Spiel kann beginnen im Old Trafford. Wir freuen uns auf die erste Spielhälfte. Das sieht vielversprechend aus. Borja Iglesias. Kouami. Er dribbelt in die Mitte. Kein guter Abschluss. Umso leichter die Situation für De Gea. Fred. Ball bei Fred. Rashford. Gut, dass er dazwischen geht. Das wäre gefährlich geworden. Was traust du Marcus Rashford im heutigen Spiel zu, Buschi? In den letzten drei Spielen 3 Tore gemacht. Also da würde ich schon mal von einem Lauf sprechen. Und es würde mich nicht überraschen, wenn der Name auch heute wieder auf der Anzeigetafel stehen würde. Und jetzt mal Manchester United. Aber der Ball ist weg, die Gefahr damit vorüber. Sergio Canales. Guter Pass jetzt. Wichtiges Tackling hier. William Carvalho. Iglesias. De Gea hält weiter gefährlich. Super Parade erst und jetzt die Gefahr bereinigt. Jetzt hat er den Ball. Ja, und diese Szene gerade, die war natürlich sensationell. Also wie er den Ball hält, das ist Wahnsinn. Anthony. Wout Weghorst.
Jetzt gibt's einen Einwurf. Und Varane. Ball bei Wan-Bissaka. Er holt sich diesen Ball. Borja Iglesias. Viel Vorwärtsdrang jetzt. Da kommt der Befreiungsschlag. Klasse Angriff, aber auch diese Abwehr müssen wir da loben. Rashford. Da haben sie jetzt einige Optionen. Und dann der Ballverlust, die Gefahr damit bereinigt. Das ist gut, sie unterstützen den ballführenden Spieler. Ganz stark abgeblockt. Chance vielleicht auf die Führung bei dieser Ecke. Ball kurz gespielt. Einfache Nummer für De Gea, der Ball nicht gut genug platziert. Kein guter Pass. Weg ist der Ball. Bruno Fernandes. Wout Weghorst. Ballverlust United. Borja Iglesias. Sowas sieht kein Schiri gerne. Es gibt nicht Rot. Das überrascht mich jetzt aber doch. Ja, nicht nur dich, Wolf, sondern auch den Spieler selbst. Der hat fest mit Rot gerechnet, ganz ehrlich. Und das wäre auch korrekt gewesen. Kein Tor. Klasse gemacht. Das war knapp. Es ist ein richtig enges Spiel bisher. Das sehen wir auch an der Ballbesitzquote. Und ich bin gespannt, wie lange es hier noch beim 0-0 bleibt. Beide sind allerdings auch zögerlich. Vielleicht entwickelt sich bei diesem Angriff jetzt mal was. Wout Weghorst. Erstmal keine Gefahr mehr. Gut gelöst. Sie suchen die Lücke. Angriff aufgehalten, ja. Aber Gelb bekommt er dafür wohl. Richtig entschieden, es gibt die gelbe Karte. Und jetzt kann er natürlich nicht mehr so in die Zweikämpfe gehen. Das war nix. Nee, Wolf, da müssen Sie sich was Besseres einfallen lassen. Gib den Ballbesitz ab. Gute Ballführung. Und das will er jetzt alleine machen. Er trifft die Latte. Tor.
tolle Parade. Aber Gefahr ist noch nicht vorbei. Jetzt können Sie klären, hätte sonst gefährlich werden können. Fritz. Rashford. Casemiro. Bruno Fernandes am Ball. Diesen Pass holen Sie sich. Es ist Pause, liebe Zuschauer. Das war die erste Hälfte hier aus Old Trafford. Vor der Pause konnte Marcus Rashford hier noch nicht so richtig überzeugen. Also er kann sicher mehr. Bisher spielt er keine große Rolle. So, auf geht's in den zweiten Durchgang hier im Old Trafford. Das sieht durchaus vielversprechend aus. Das ist genau ihr Spiel. Viele Pässe, Ballbesitz, Sicherheit, zermürbend für den Gegner. Da wäre Platz für einen Konter. Aktion läuft weiter, nach wie vor gefährlich. Aber dann ist der Ball doch weg, Szene erstmal beendet. Wout Weghorst. Weghorst. Rashford verliert den Ball. Casemiro. Er holt sich diesen Ball. Es könnte das Führungstor sein. Das ist gut verteidigt. Canales. Parade de Gea, aber noch gefährlich. So, Gefahr ist erstmal bereinigt, ganz sicher geklärt. Wout Weghorst. Was für eine Parade, super Aktion und er bewahrt sie vor dem Rückstand. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Unnötiger Ballverlust. Was den Ballbesitz angeht, haben die Gastgeber Vorteile. Aber beim Ergebnis hapert es, das ist eine Enttäuschung, nur unentschieden. Da kommt der Schuss. Er hält den Ball fest, das war wichtig. Bruno Fernandes. Klasse Zuspiel. Ja, gehalten erstmal, aber die Abwehr muss weiter aufpassen. Abwehr nicht aufmerksam genug und dann können sie diesen Nachschuss halt auch verwerten. Das ist nochmal die Wiederholung des Treffers. Wir sehen zunächst mal diese klasse Parade und dann haben sie eben Pech, dass der Ball zurückkommt, nochmal heiß wird und dann fällt das Tor. Betis nun also hinten. Es geht weiter. Juan Mi. Jetzt müssen sie aufpassen. Und jetzt haben sie den Ball doch verloren. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Rashford. Könnte den Konter geben. Borja Iglesias. Schön die Flanke abgeblockt. Der Ball ist draußen, es gibt Einwurf. Und jetzt kommen frische Spieler, beide Mannschaften werden auswechseln.
William Carvalho. Juanmi. Sie lassen den Ball gut laufen. Das war richtig knapp. Ja, das sah gut aus. Da wäre fast der Ausgleich gefallen. Gute Aktion. Kouami. Die Fahne ist oben. Das war eine schwierige Entscheidung. United mit dem Wechsel. Rashford. Casemiro. Marcel Sabitzer. Er schießt. Schön gehalten, aber Ball weiter im Spiel. Sie können sich absolut auf ihn verlassen. Also das war jetzt eher harmlos, aber die Szene vorher, die war enorm gefährlich. Ja, da muss er schon sein ganzes Können aufbieten, um den zu halten. Das ist eine super Parade. Borja Iglesias. Hier ist noch alles drin. 5 Minuten sind noch zu gehen. Das ist nochmal die Chance auf den Ausgleichstreffer. Könnte der Ausgleich sein. Da erobert er den Ball. Rashford kann über außen kommen. Marcel Sabitzer. Rashford. Fritz. Aber sie können diesen Angriff nicht in etwas Zählbares ummünzen. Wenn es jetzt schnell geht, dann wird es gefährlich. Nachspielzeit hier, 2 Minuten. Es sieht zwar nicht so aus, aber du brauchst technisch starke Spieler, wenn du so ein passintensives Spiel aufsetzen willst, wie sie es gerade tun. Joaquin! Schlusspfiff. Dieses Spiel endet also mit einer Niederlage für die Gäste. Knapp verlieren sie dieses Spiel. Denkbar knapp. Boah, das war eine enge Angelegenheit. Wenn da 1, 2 Szenen anders laufen, dann hast du plötzlich ein ganz anderes Spiel. Aber das ist Fußball. Es heißt jetzt abhaken und weitermachen, denn die können eine Menge. Das war ein gutes Spiel, Leute, von Marcus Rashford. Es gibt ja also am Ende den Sieg und die Leistung hat auch gestimmt. Da passte alles zusammen, aus meiner Sicht wirklich Grund zur Zufriedenheit.